Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von FIFA 16, wollte ich gerade schon sagen, zu GTA 4, The Ballad of Gay Tony. Wir sind wieder da und wir sind gerade... mach doch mal nicht alles kaputt, Kollege, was ist mit dir denn los? Naja, wir sind auf jeden Fall hier bei irgendeiner Randstelle hier oder was ist das? Keine Ahnung, auf jeden Fall sind wir bei einer Mystery Person. Die gute Frau, die uns da gestalkt hat, kann es ja nicht sein. Mami ruft an. Hey, Mami. Luis, I saw that nice man, Mr. Santo, again. Nice man? I mean, he's a long shot. You didn't borrow no money, did you? No, he helped me with my shopping. He is a real gentleman. You could learn so much from him. Stay away from him, Mami. Listen to me on this. Ach ja, die Mutti, ey. Die Mutti, die macht allen Scheiße, macht die da. Macht alles kaputt. Was ist denn das hier? Ist das ein... Oh, das sieht ja nett aus hier, ne? Hä? Da kommt man ja gar nicht rein. Was ist das hier? Ist das ein Fight Club oder sowas? Ah, der Club ist zurzeit geschlossen. Das heißt, wir kommen da auch nicht rein. Member only. Okay, aber ich möchte gerne zu der Mystery Person da drin. Oder können wir da nur rein, wenn der Club geöffnet ist oder was? Ah, ist doch blöd. Hey, Officer. Okay, oder ist das... Ist die Personality da ganz oben auf dem Dach? Das kann natürlich auch gut sein. Ich weiß ja, ansonsten müssen wir woanders hinfahren. Ne, so aufs Dach kommt man hier scheinbar auch nicht. Das heißt, man kann da tatsächlich dann nur zu der Mystery Person, wenn der Club geöffnet ist. Das ist doch scheiße. Na gut. Okay, dann müssen wir was anderes machen. Wir müssten eh mal gucken, dass wir vielleicht ja, was zu essen oder sowas finden, weil das sieht da ein bisschen schlecht aus momentan bei uns, ne? Können wir uns das Auto mal gerade klauen? Ich glaube, wir können das. Sollte funktionieren. Raus! Mein Auto! Okay. Wir bräuchten ein bisschen Medizin. Hä? Das ist ein Mann! Wieso schreit er wie ein Mann? Alter! Warum hat der gerade wie ein Mann geschrien? Wie eine Frau, meine ich. WTF? Naja. Haben wir irgendwo einen Hotdog-Stand? Ich brauche was zu essen. Ah, da vorne. Sehr gut. Hallo, wir sind hier in Amerika. Hier muss es in allen Ecken was zu essen geben. So, einpacken. Hä, wer schreit denn da die ganze Zeit? Was ist denn los mit euch? Habt ihr noch nie einen Mann einparken gesehen, oder was? Yo, yo, yo. I want the burger. Would you please give me the burger? A bit faster, wenn it geht. A bit faster, wenn it goes. Na komm schon, hau raus da, Lady. Thanks, man. Thank you. Come again. Okay. So, wir haben hier irgendwo, da hinten ist der Base Jump, guck mal. Ha! Boah, das war knapp. Pass auf, wir gehen jetzt zum Base Jump, machen ein bisschen Base Jump. Wir haben gerade keine Mission. Das ist die Geschichte. Es gibt gerade nichts zu tun. Und deshalb machen wir wir können in dieser Folge ja mal ein bisschen Nebenaufträge machen oder sowas. Mach einen Base Jump auf das fahrende Fahrzeug. Na, toll. Das, was Tobi am besten kann, ne? Ich meine, klar, hey, so ein Basejump auf dem fahrendes Fahrzeug, warum nicht? Benutze, um dich umzusehen. Ah, da unten ist das Fahrzeug, ne? Um zu springen. I'm free like a bird. Okay. So, machen wir mal auf da. Und da vorne ist, wie gesagt, das Fahrzeug. Wo ich immer drauf lande. Okay. Wir schaffen das, Mann. Wir müssen natürlich auch so gut es geht in der Mitte landen. Das gibt natürlich noch extra Punkte. Ja. Gut, dass die Ampel rot ist. Alter, der war nice. Der war echt nice, oder? Alter, was? 100%? I'm so good. I'm the main. Was? Okay, pass auf, wir machen noch einen. Haben wir hier noch einen? Ah, guck mal, da drüben, gleich um die Ecke. Mal ein bisschen hinlaufen. Auf jeden Fall machen wir die Folge noch eins, zwei... Ja, mal gucken, wir machen jetzt noch zwei Base-Jumps und einen Drogenüberfall-Dingens. Coole Statue da hinten. Als Maul-Officer. Kack ich dir ins Maul. Was? Oh, das ist aber ganz schön hoch. Holy moly. Wiederfahrendes Fahrzeug. Oh, auf den Checkpoint diesmal. Okay. Oh, der ist ja gleich da unten. Oh oh. Uh-oh. Komm, scheiß drauf. Einfach springen. Jump, jump.
Gee, I'm going down. Weil so weit weg ist er gar nicht. So weit weg ist er gar nicht, aber das kriegen wir hin. Ey, wir können auf fahrenden Fahrzeugen landen, hallo? Dann ist das doch hier Pillepalle für uns. We are Luis Lopez, man. Ey, das war nice. Ich glaube, das war wieder gut, oder? Alter, 100%! Wer ist hier der Boss, Mann? Wer ist der Boss? Fuck you! Hä, bist du jetzt von mir? Piss dich. Guck mal. Ja, also. Oh, danke für die Karre. Die kann ich gut brauchen. Okay, machen wir noch einen Base-Jump. Alter, gut. Jetzt fängt die Katze schon wieder an. Ja, aber echt, das war wirklich gut. That was pretty nice. That was great, man. That was very great. I'm so good. Heck. Also nicht mein Auto, ist doch scheißegal. Ah. Die Ampel ist grün, du musst es dir nur wünschen. Taxi. Falls... Oh, das war nicht gut. Das war nicht gut. Da haben wir die Falschen angebamst. Ist es schlau auszusteigen? Ich glaube nicht. Go away. Ich habe nur ein Kopffahrzeug angefahren, Mann. Beruhigt euch. Alter, will die gleich ausrasten. Boah. Kann ich den Base schon starten, obwohl ich Kopf am Arsch habe? Hi. Wahrscheinlich nicht, ne? Fuck off, guys. Fuck off. Boah, was hier nicht los ist, ne? Ist ja unfassbar. Hau ab. Wir probieren es einfach mal. Ich glaube nicht, dass es klappt. Doch, es klappt. Ja, sehr nice. Mach einen Base-Jump auf das fahrende Fahrzeug. Okay. Geta Live. Oh, von da oben aus ist das. Spring von der Rampe und drück dann Y. Ach du Scheiße. Boah. Hör, was mach ich denn jetzt? Nein! Nicht gegen... Nein! Oh, Alter. Sehr nice. Die Cops sind wir aber immer noch nicht los, ne? Na, egal. Okay. So, diesmal fährt das Fahrzeug wirklich. Ob das 100% waren, weiß ich nicht. Doch! Bamala! Geil. Boah, das war voll Spaß, ne? Warte mal, die stehen da vorne. Kann ich mir vielleicht mal hier dieses Ding ausleihen? Ich brauch das. Danke. Siehst du, wir sind ein echt guter Base-Jumper und schon lassen uns die Cops in Ruhe. Das ist doch perfekt, oder? Get away, you little turd. Ich war's nicht. Lass mich doch mal... Alter, lass mich doch... Ist das dein scheiß Ernst? Sag ich doch. Halt's Maul. Schnauze! Ich bin on point gerade. Mach einen Base-Jump auf den Checkpoint, okay? Man's Room. Oh, das ist das große Gebäude, ne? Ist das das Geta-Life-Gebäude? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es ziemlich hoch. Why the fuck do you do this, Lopez? Oh, ganz da hinten. Holla, die Waldfee. Das ist natürlich nicht so gut. Yeah, I'm free like a bird, man. Oh, das ist ganz schön weit. Da können wir erstmal noch ein ganzes Stückchen flattern hier. So. Und jetzt so langsam in den Sinkflug gehen. Kinder, ihr könnt hier noch was von einem wirklich guten professionellen Base-Jumper lernen. What's up, man? What's up? I'm the best in the world. Haben wir hier noch einen in der Nähe? Da können wir nämlich hier noch abschließen. Dann haben wir schon mal 6 Stück. Dann machen wir irgendwann in einer Folge nochmal 6 Stück. Dann haben wir die nämlich komplett. Wenn du mich über den Haufen fährst, ne? Scheiß ich dir auf dem Motorauge. Vor Angst. Und Schmerzen. Ah, aua. Ah. Ekelhaft. Ich sage es euch, ekelhaft. So.
Yeah, let's go, man. Erstmal schön tief durchatmen und dann. Oh, das war aber knapp. Alter. Wo ist der Checkpoint da unten? Oh, können wir schon ein bisschen in den Sinkflug gehen? Oh, da müssen wir sogar ganz schön in den Sinkflug gehen. Das wird's eng. Ey, verpisst euch hier, scheiß Autos. Oh, es wird aber nix. Ah, es waren keine 100%. 3%. Oh. Na egal. Ich brauch dein Auto, Mutti. Das ist perfekt, um Drogen zu finden. Raus mit dir. Na komm, steig aus. This is your chance. This is your chance to get out of it. So, hier oben ist ein Drogendingens hier. Da wollen wir jetzt hin. Drogenkrieg. Genau. So, schön mit der gestohlenen Kiste hier. Ist doch perfekt. Oh, was für ein graues Wetter heute hier in Liberty City, ne? Wir sind ja auch bald durch mit GTA 4 hier, ne? Wir haben Spielfortschritt 37%. Naja, wobei geht, ne? Oh, und das Telefon klingelt. Have you heard the news? Evan is definitely dead. Hey, we expected this, though. Don't freak out. It was an asshole. My guess is, he was intending to steal the diamonds, but the bikers got him. Okay, Evan was a conceited dick, a lowlife, a whore, a drug peddler, and a thief. He treated me like dirt. That's the kind of guy I like. You should start going back to the shrink, bro. Screw you. Anyway, that doesn't solve the diamond issue. Rocco's saying we owe him his share of the profits on top of everything else. This ain't good, man. But we'll find a way out of it. You've been in worse case before. Counting on your leadership. You believe those stories? Wow. I never took you for an idiot. I just pretended to know what I was doing. I'm a schmuck who got lucky. Shit. We really are screwed. So. Wir sind da. Drogenkrieg Action, oder was? Drogenkrieg, die Entführung. Don't get your hands too dirty, yo. How about you start off simple and drive? You ready, ladies? Vamonu. Oh, let's go, Barrows. You little Barrows. Oh, da müssen wir rüber. Klau das Drogenfahrzeug. Okay. Hey, kein Boot. It's actually called like the Armando Moron cruise liner. You funny. You real funny. I mean, we taking that shit. Some fools packed it with Prada. That's a shame, bro. I could do with a pleasure cruise. Eine rivalisierende Gang hat ein Drogenfahrzeug klar gemacht. Du musst das Fahrzeug klauen, bevor sie es bewegen können. Okay. Ist wahrscheinlich das Boot, ne? Aber ich auch nicht Boot, Alter. Boote sind immer scheiße. Das ist immer schwierig zu handeln, quasi. Naja, wir gucken mal. Vielleicht kriegen wir es da hin. Wir kicken uns das einfach mal an. So, einmal hier durch die... Natürlich auf dem Mittelstreifen. Sorry. So, das Panzerauto hier, ey. Thanks, H. Sure, I got a temper, but I don't see life that way. Get ready for it. Wir sind zu weit gefahren. Oh, der Regen macht das Bremsen aber auch nicht einfacher, ne? So, einmal zurückgefahren. Nix auch, wir sind ein bisschen zu weit gefahren. Hey, wo müssen wir denn jetzt hin? Ah, da unten müssen wir hin. Können wir da nicht einfach runterspringen? Klau das Drogenfahrzeug. I'm jumping down here, man. Oh, fuck. Das Dumme ist... Okay, die schießen für uns. Das ist sehr gut. Warte, wir müssen erstmal hier hoch. Das ist sonst unfair, Freunde. Wenn ich mich nicht wehren kann. Warte. So, und jetzt fuck you. War da noch einer? Nö. Okay. We're good. Let's head back. Hä? Soll ich die beiden Typen mitnehmen oder nicht? Weil die sind jetzt nicht da. Ich sehe gerade, dass wir da gar nicht durchkommen. Das ist natürlich auch super. Kommen wir da lang? Klappt das? Ja, sieht gut aus. Ja, unsere beiden Kollegas da, die wollen irgendwie nicht, ne? Ja, passt schon. Kommen wir auch noch ab. Ich hoffe mal, dass... Hey, ihr Pisser. Wollt ihr jetzt von mir?
Kümmert ihr euch da drum? Ja, die machen das sehr gut. Huch. Cool, die haben ein eigenes Boot. Ah, ist ja gut. Muss ich mich um die nicht kümmern. Finde ich super. Das finde ich sehr, sehr vorbildlich, Freunde. Ey, auf mich zu schießen, Mann. Sonst hole ich jetzt immer gleich mein Bibel raus. Alter, das Boot, ne? Wenn da ein Wind von vorne kommt, hast du auch verloren. Sehr nice. I'm the Doctor, man. Wenn die dauernd teleportiert, oder warum sieht das immer so komisch auf der Karte aus? Passt mal auf, unten auf dem Radar. Guck, als wenn die irgendwie teleportieren werden würden. Teleportiert werden würden. Weißt du, was ich meine? So. Guck mal, da sind wir auch schon. Yeah! Ich glaube, wir haben's. You the best, L. That's why we need you. Until next time, bros. Down, mommy. Yeah. Luis Lopez back in Drugstore, man. Drug Wars, 1 von 25. Okay, wir werden auf jeden Fall nicht... Was, die Drogenringe wären schöner, je weiter du fortschreitest, aber du schaltest dadurch neue Waffen an deinem Versteck frei. Ah, okay. Wir werden aber trotzdem nicht alle Drogenkriege machen. Ja, das nur schon mal so als kleine Vorab-Info. Das sind einfach zu viele. Ja, wir werden nicht alle Drogenkriege machen, aber so ein paar kann man ruhig schon mal machen. Sind ja ganz lustig, die machen ganz spaßig. Sind eigentlich ganz spaßig. Wie gesagt, alle werde ich aber nicht zeigen hier im Let's Play. Dafür könnt ihr euch das Spiel ja selbst kaufen. Ja, kann ich jedem wirklich nur wärmstens empfehlen, GTA 4 inklusive Add-ons heute noch zu kaufen oder auf jeden Fall noch zu zocken. Hey, Bro, what's happening? I've organized that face-to-face with our good friend, the Celebinator. Oh, shit. We're gonna show him a good time? Yeah, I thought we could persuade him that we'd meet... I wouldn't miss this. See you there, T. Oh, warte mal, es gibt was zu tun. Block this. Okay. Da müssen wir hin. Oder was? Schätze ich es aber mal. Okay, der gute Tony hat Aufgaben für uns. Okay. Dann wollen wir natürlich nicht lange verzagen, Tony fragen. Nee, wollen wir natürlich hingehen. Ich glaube, ich möchte aber vorher nochmal schnell eine Waffe laden. Einfach nochmal schnell ein paar Waffen auffüllen. Damit wir da safe sind. Und auch eine kugelsichere Weste. Das ist eigentlich am wichtigsten. Oh, der hat einen Scheißfahrt gehabt. Krass. Der hat sich überschlagen. Und wir fahren einfach weiter und machen nichts. Auch gut. Ja, dass wir den einen da gerade getötet haben, das ist doch egal. Da muss man doch nicht weiter drüber reden, oder? Es gibt doch sicherlich Schlimmeres. Ah. Tote Menschen gibt es an allen Ecken und Enden dieser Welt. Nein, war natürlich nur ein Spaß. Also war kein Spaß, dass es tote Menschen gibt, aber es war nur ein Spaß, dass es nur halb so wild ist. Natürlich. Ich liebe Menschen. Meine Mutter war ein Mensch. Was? Alter! Diese Taxifahrer, dass sie auch immer abbiegen müssen, ne? Immer wieder Taxifahrer, das gibt es nicht. So. Ja, das war eine relativ, naja, was heißt ereignislose Folge, aber es war halt nicht so viel los wie so das, wie so bei so Story-Missionen oder so. Aber ganz ehrlich, war doch auch mal ganz nett, diese Bass-Jumps und sowas. Hi. Warum lacht denn der? Was? Das ist mit ihm verkehrt. Das ist sehr gut. Er dachte sich, der ist mal ein Wolf, ey. So. Ey, du fährst falsche Fahrtrichtung, Kollege. Macht man nicht. Lass mal. Was ist das jetzt? Hilfe. Hui. Hello. Don't want any trouble, okay? Halt's Maul. Gib mir meine verkackten... Nee, ich will kugelsichere Westen haben. Granaten sind an sich natürlich auch nicht schlecht, aber... Kugelsichere Westen sind natürlich immer noch das Nonplusultra. Brauchen wir noch Munition? Munition? Eine Waffe oder Waffe betrachten? Haben wir keine Munition für unsere P90? Das ist aber schon ein bisschen schwach, mein Freund. Das ist sehr schwach. Das finde ich nicht gut. Hier, Waffe betrachten, RPG. Haben wir sowas nicht mehr? Oh, 15.000, okay. Lecker mio. Haben wir noch genug Munition eigentlich? Ja, wir haben ja noch genug.
Alles gut. Alles gut. So, Freunde. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge geht's dann mal los zu Donny. Mal gucken, was der noch für uns am Start hat. Und ich würde sagen, ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge wieder morgen 14 Uhr hier bei Let's Play GTA 4. De la Ballade of the Gay Donny. Bis dahin, Freunde. Euer Mexican Tobi. Haut rein. Awesome.